Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Dieses Mal gibt es eine ganz besondere Folge. Ich mache jetzt das Spiel mit der Calcio A-Mannschaft, also mit der italienischen Liga. Da haben die Spieler alle noch zwei Verträge. Und ich will die ja dann mit einem Vertrag verkaufen. Und das heißt, wir werden jetzt erst ein Spiel machen und nach dem Spiel werde ich dann quasi am Ende der Folge mit euch zusammen hier in der Folge mir die neuen Spieler kaufen für die Calcio A-Mannschaft. Wer also das Spiel nicht sehen möchte, was ich nicht glaube, aber wer das Spiel nicht sehen möchte und nur sehen möchte, wie ich mir die neuen Spieler kaufe, der springt einfach auf, ja, ich weiß nicht, Minute 15, 16, wo gehe ich denn hin? Minute 15, 16, da sollte das dann vorbei sein, das Spiel. Und wer nur das Spiel sehen will, der guckt jetzt nur das Spiel an und kann dann nachher aufhören und muss ja nicht mit anschauen, wie ich mir die Mannschaft zusammenbaue. Also das ist ja auch kein Problem. Schau noch mal, passt. Ich will noch mal kurz gucken, weil Palacio und so, die gehen ja bald weg. So, Palacio, 5 Scorerpunkte. Dafür, dass mein Abschluss so scheiße ist, 5 Scorerpunkte in 5 Spielen gefällt mir. Saponara hat auch 4, okay. Aber wenn das wirklich so vogelwild sein soll, dass man hier 1000 Tore schießt, dann ist natürlich ein Scorerpunkt pro Spiel wahrscheinlich nicht so viel. Sollte man wahrscheinlich eher von gut reden, wenn man 2 Scorerpunkte pro Spiel im Durchschnitt macht. Ich glaube, mein bester Spieler von den Scorerpunkten her in FIFA 17 war Son. Und da allerdings nicht der beste Son, also Stürmer Son in der Premier League, nicht der beste Son, den ich da zur Verfügung hatte, sondern der zweitbeste, den ich hatte. Ich weiß aber nicht mehr, was das für eine Bewertung war. Ich glaube, ich hatte einen 87er Son und einen 88er. Und der 87er hat irgendwie viel mehr Scorerpunkte gemacht gehabt, also auch auf einige Spiele, als es der 88er gemacht hatte. Aber der hat echt von überall die Tore gemacht. Das war echt krass. Ich meine, er hatte einen guten Abschluss, einen guten Distanzschuss. So, was ist denn jetzt los? In Liga 10 war es kein Problem, Gegner zu finden. Und jetzt in Liga 9 gibt es wohl keine Gegner oder was? Na, also. Hat auch eine. Er hat auch eine komplett grüne Latenz. Das ist schon mal schön. Schauen wir mal, was da geht. Oh, der Gegner stellt jetzt schon um. Das spricht eher für jemanden, der ein bisschen Ahnung hat vom Spiel. Team. Der spielt erstmal nicht mit voller Chemie und mit. Ich frage mich, was das bringt, jetzt einfach die ganzen Leihspieler zu verwenden. Also er hat natürlich ein ultra krasses Team dadurch, dass er die ganzen Leihspieler hat. Ein richtig, richtig krasses Team. Damit kann man jetzt auch sagen, das ist mit Abstand das stärkste Team, bis dato, ja genau. Das ist das stärkste Team, gegen das ich bisher gespielt habe oder spielen werde bei FIFA 18. Ich hoffe mal, der Gegner spielt nicht so gut, wie das Team aussieht. Hat auch schon ein krasses Start, wie es aussieht. Ich habe noch meinen Startstadion. Ach, mir fällt gerade ein, es soll ja angeblich so sein, dass im Spiel jetzt. Ich wusste, dass er dahin spielt. Dass es im Spiel jetzt Wetteränderungen geben kann. Also es plötzlich anfängt zu regnen. Das ist krass, finde ich. Die Neuerung ist natürlich realistisch, aber auch krass. Schade, die Schusstäuschung war gar nicht so schlecht, auch die Richtungsänderung war nicht schlecht, aber das war gut. Schade. Der Pass kam zu spät. Bisher haben wir das ganz gut verteidigt, aber mein Angriff war nicht geil. Gegner scheint auch jemand zu sein, der eher auf den Ballführenden drauf rennt. Hab ich das Gefühl. Ah, jetzt macht es auch eher abwartend. Scheint eine Mischung zu spielen. Leider Alu, schade. War eigentlich gut rausgespielt. Hätte man es ruhig mit dem Tor belohnen können. Danke. Dafür gibt es nämlich jetzt Abschluss.
War eine Flanke, aber ich glaube, die war abgefälscht, die Flanke. Also ich glaube nicht, dass er die so spielen wollte. Und jetzt ist mir doch in dem Spiel jetzt Golan schon das ein oder andere Mal sehr positiv aufgefallen. Das war meiner Meinung nach ein Foul. Gut gemacht. Ich habe das Gefühl, dass mir die Innenverteidigung von der Calcio A-Mannschaft besser gefällt als von der Bundesliga-Mannschaft. Gegner spielt auf jeden Fall nicht schlecht. Hat also nicht nur ein anständiges Team, sondern spielt auch ganz gut. Also wenn das nicht mal genial durchkombiniert war, dann weiß ich auch nicht. Also da wirklich nochmal das Auge zu haben für den freien Mann. Aber auch schön, dass die Pässe so geklappt haben. Sehr geil. Und dann mit der Fußspitze quasi, das war glaube ich auch ein bisschen Außenriss, das Ding einfach reingelegt ins leere Tor. Sehr geil. Gehen wir mal auf defensiv. Ich glaube gegen den Gegner, sobald wir da zwei Tore haben, geht er auch auf sehr defensiv. Hat eine Pause angemeldet. Ach so, die Pausen kommen dann nicht mehr direkt im Spiel, sondern wenn das nächste Mal eine Unterbrechung ist. Jetzt verstehe ich das. Das ist natürlich super geil gemacht. Das gefällt mir. Geiler Pass auf Palacio. Hat er extrem gut antizipiert. Und Palacio hat sich verletzt. Geil. Aber egal. Brauchen wir nicht auswechseln. Stellt jetzt wahrscheinlich schon was um. Hä? Das war aber eine merkwürdig kurze Pause. Schwacher Pass vom Gegner. Ah, schlechte Ballannahme, hätte ich abbrechen müssen. Gerade bei diesen guten bei den guten Verteidigern, die der Gegner hat, da brauche ich nicht ins Duell gehen, ins Laufduell oder irgendwas. Weil sobald die von mit dem Körper dran sind, ist der Ball weg. Daran habe ich nicht gedacht. Böse Grätsche. Ich glaube, da wird ein bisschen ungeduldig der Gegner. Scheiße. Ärgerliches Gegentor. Sehr, sehr ärgerliches Gegentor. Aber da wusste ich jetzt auch nicht, wie ich das verteidigen soll. Also das Abwarten der Verteidigung sorgt halt dafür, dass er jetzt hier komplett durchrennen konnte mit dem Spieler. Hätte ich vielleicht doch irgendwie versuchen sollen, mal eher drauf zu gehen. Aber das sind halt noch Lernphasen. Aber hätte definitiv nicht sein müssen, dieses Gegentor. War ein ganz hässlicher Konter. Schade. Ja, also normaler Spielaufbau scheint ihm nicht so einfach zu fallen. Das war auch wieder scheiße. Deswegen umso ärgerlicher, dass dieser Konter geklappt hat. Aber das war auch meine Schuld. War einfach nicht gut verteidigt, aber da war ich auch ein bisschen überfordert. Ich wusste einfach nicht, wie ich es am besten verteidigen soll. Merkwürdiger Laufpass von Palacio. Es sind Unentschieden wäre jetzt auch nicht schlecht gegen das Team, aber da ich weiß, dass dieses Gegentor einfach total unnötig war, würde ich halt schon gerne versuchen zu gewinnen. Sehr gut verteidigt. Ruhig geblieben.
Muss natürlich drin sein, das Ding. Scheiße. Alleine aufs Tor zugelaufen und es war nicht drin, verstehe ich nicht. Zu spät geschossen auf jeden Fall. Tja, das wäre das wär ein ganz wichtiger Zeitpunkt gewesen, kurz vor der Halbzeit hier das 2-1 zu machen. Aber das zeigt mir, wir kommen durch bei dem Gegner. Es hätte zwar ein Tor sein müssen, aber wir werden uns nochmal so eine Situation erspielen, dann machen wir das Ding. War halt leider auch nicht mein Stürmer Palacio, der am besten Schuss hat. War dumm gelöst, da hätte ich, denke ich, besser dann die Flanke einfach gesucht. Schade, hat er gut gemacht. Das wiederum hat mir gut gemacht, dann hat er Glück. Und meiner Meinung nach Ball gespielt. Oh, das macht Palacio gut. Ja, da ist da niemand. Lass uns mal wieder nach vorn gehen, da bringt mir hinten nicht so viel. Das war knapp. Meiner Meinung nach faul. Schön gemacht von Wimmer oder mit Wimmer. Hätte ich nicht in den Sprint gehen dürfen nach der Schusstäuschung. Die Schusstäuschung war gut, aber der Sprint war dann blöd. Der wäre rein, der wäre rein, soweit ich das gesehen habe. Krasser Schuss. Komm schon, hier ist auf jeden Fall ein Sieg drin. Come on. Komm schon, komm schon, komm schon. Man hat halt echt ein krasses Team, also das ist, selbst wenn ich jetzt 2-1 verlieren würde, wäre das, glaube ich, bisher, oder ist eine gute Leistung auf jeden Fall, die ich jetzt zeige. Ist dieses straffe Aufziehen jetzt eigentlich immer noch flach reinflanken, oder ist es jetzt genau umgedreht? Ich habe das Gefühl, er macht einen riesen, die wird nicht mehr so flach, straff reingeflankt, wenn ich straff aufziehe, wie das
ein FIFA 17 der Fall war. Tick zu straf. Aber ich denke, ich muss auch einfach solche Abschlüsse dann eher mal suchen. An der, dass ich mich immer versuche, tot zu kombinieren. Krass! Ins lange Eck, das hätte ich nicht gedacht. Nice! 2-1, wichtiges Tor, spätes Tor. Naja, es ist noch einiges an Zeit, aber trotzdem, relativ spät. Laxalt, sehr geil. Hat, glaube ich, keinen guten Abschluss. Nice. Schöner Schuss, also das war schon ein schöner Schuss, dann war auch gut gehalten. Und dass da dann ins lange Eck geht, richtig krass, aus dem Winkel. Krass. So, jetzt gehen wir auf sehr defensiv direkt. Schön gemacht. Also Laxalt gefällt mir wirklich gut. Geil gemacht von Gamberini. Ich sag ja, die Innenverteidiger aus der Calcio A-Mannschaft fallen mir echt gut. Besser und auffälliger als Bundesliga. Das war knapp. Der hat fast mein RM frei durchgelassen. Dachte ich mir, dass er da hinspielen will. Das ist aber auch voll im Sturm, oder? Also jetzt spielt er wahrscheinlich sehr offensiv, vielleicht sogar totaler Angriff. Na, ja, wobei, jetzt sind doch wieder einige hinten. Schade, dass ich nicht so schnell bin. Dafür war das gut. Von Gildas ist es, glaube ich, mein RM. Schade, das war natürlich ein sehr schwerer Pass mit der Hacke da. Scheiße. Oh, zum Glück habe ich es da geschafft, nochmal Aubameyang zu stoppen. Schwacher Schuss, zu unplatziert. Schön gemacht mit Vitor Hugo. Sehr geil, 2-1 gewonnen, Spiel gedreht gegen so ein krasses Team. Da freue ich mich jetzt doppelt auf meine neuen Spieler. Bin aber auch ein bisschen wehmütig, dass ich dann jetzt, obwohl sie gerade dieses Spiel gewonnen haben, sie verkaufen werde. Aber egal. Tore, Palacio und Laxalt, Vorlagen, Saponara. Oh, ich bin so gespannt. Es ist einfach mit so die spannendste Zeit in FIFA in der neuen Saison, wenn man sich so die neuen Teams aufbaut. Und ja, erstes Spiel in Liga 9 und direkt gewonnen. Was geht? Okay, lass mich überlegen, wie ich es am besten jetzt mache. Ich gehe erst nochmal ein paar Spielen rein und dann packe ich jetzt einfach mal alle auf den Transfermarkt, also die jetzt direkt verkaufen, muss ja nicht sein. Auf die Transferliste, genau, das mache ich jetzt erstmal. Oh Gott, das dauert ja ewig. Okay, wisst ihr was, das lasse ich, das dauert mir jetzt einfach gerade zu lang, das ist auch nicht so wirklich interessant für euch, das kann ich auch ohne Aufnahme machen. Ich weiß ja, was für Position, jede Position außer Linksverteidiger brauche ich, ganz einfach. So, Liga Calcio A. Ja, das war nicht der Plan. Min Sofortkauf. 1000, Max 2000. Position, wir fangen an mit dem Torhüter natürlich. Ah, Moment, ich brauche natürlich noch einen Goldspieler. Ich trinke mal noch einen Schluck. Also ich kaufe mir logischerweise einen seltenen. Also ich fange nicht an, mir für 2000 nicht seltene zu kaufen. Das wäre Schwachsinn. So, Viviano, 82er, 81 Hechten, Reflexe, Ballsicherheit, Positionsspiel. Abschlag ist mir halt nicht so wichtig. Der sieht insgesamt ein bisschen ausgeglichener aus, weil er ein deutlich besseres Positionsspiel hat mit plus 3. Consigli, das hat er für eine Größe, 1,89. 1,95, ach du Gott, das ist natürlich krass groß.
Aber trotzdem glaube ich, ich gehe mehr. Also ich, dass ich nach der Größe gehe, das mache ich nur, wenn es sehr knapp ist. Aber hier finde ich schon, dass mir Consigli deutlich besser gefällt. Ein Punkt mehr an Reflexe, ein Punkt mehr an Hechten, ein Punkt weniger an Ballsicherheit, 3 Punkte mehr an Positionsspiel. Dann halt im Abschlag deutlich schlechter, aber nochmal im Tempo deutlich besser. Also ja, ich denke, dann wird es wohl Consigli werden. Es macht halt auch keinen Sinn. Ah, Moment. Reyna, Pepe Reyna. Aber der hat halt nur 80 Hechten. Nee, den werde ich wohl nicht nehmen. Nee. Der hat einfach so einen krassen Abschlag, deswegen ist er ein 83er. Aber ansonsten, wenn ich ihn jetzt vergleiche mit Consigli, da gefällt mir Consigli definitiv besser. Also wird wohl Consigli werden, wie es aussieht. Sirigu brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir gucken mal noch ein bisschen nach hinten. Consigli. Oh, hier haben wir noch einen 83er. Perrin. 90 Reflexe. Was? Was? Ach du Scheiße. 83er. Der hat 90 Reflexe. Hat halt nur, dafür sind halt die anderen Werte deutlich schlechter. Hechten ist deutlich, also Hechten 2 Punkte schlechter als Consigli. Reflexe 90. Ballsicherheit ist er auch ziemlich gut mit 85. Krass. Positionsspiel 3 Punkte schlechter ist ziemlich schnell. Puh, das wird jetzt eine schwierige Entscheidung. 1,88 groß. Boah, Alter, ist das ist jetzt tough. Das ist jetzt tough. Consigli, ich meine, es sind nur 2 Punkte weniger im Hechten, ne? Es sind nur 2 Punkte weniger, also das macht nicht so viel aus. Dafür aber halt 6 Punkte mehr Reflexe, aber halt 3 Punkte Positionsspiel. Gerade wenn er nicht so gut hechtet, ist es vielleicht scheiße, wenn er ein schlechtes Positionsspiel hat. Positiv ist natürlich, dass er 85 Ballsicherheit hat, weil dann gibt's nicht so oft Abpraller-Tore. Alter, das ist jetzt echt eine taffe Entscheidung für mich. Das ist eine sehr taffe Entscheidung. Ich tendiere aber zu Consigli, zu Perrin, weil diese 90 Reflexe einfach so überirdisch aussehen. Glaube, dann nehme ich Perrin. Wir gehen mal noch einen Tick weiter nach hinten. Nicht, dass wir noch irgend so eine Perle jetzt entdecken. Hoffe, ich übersehe niemanden, wenn ich hier nur überfliege. Das ist natürlich krank. Das ist total krank, 90 Reflexe als 83er. Und die anderen Werte sind halt auch nicht so schlecht. Und ich brauche ja kein Abschlagen. Der Abschlag war auch nicht so schlimm. Ja, dann nehme ich mal. Dann nehme ich mal, wie hieß er? Perrin. Krass, das ist einfach nur krank, ey. Das ist einfach nur krank. 1,5. Das ist ja echt preiswert. Das heißt, da mache ich fast gar keinen Verlust. Und das Schöne ist, da habe ich auch keinen Stress, den halt einfach wieder zu verkaufen. Wenn die Verträge alles sind. 1,4. Alle haben 7 Verträge. Ha! 1000, Freunde! 1000! Okay, gerne. Why not? Ich pack den dann auch erstmal in den Verein rein und nicht direkt in die Mannschaft. 90 Reflexe, was ist denn da los, ey? Der müsste auch im 1 gegen 1 ziemlich gut sein, weil er ja mit 90 Reflexen schnell reagieren kann, schnell unten ist und mit 57 Tempo ziemlich schnell ist. Positionsspiel ist halt schade, dass es nur ein 78 hat, aber krass, einfach nur krass. So, nächste Position. Machen wir weiter mit Rechtsverteidiger. Linksverteidiger brauchen wir keinen, aber Rechtsverteidiger. Pereira sieht schon mal sehr gut aus auf den ersten Blick. 88 Tempo, 81 Dribbling, 77 Defense, 77 Pass. Ich denke, der wird's. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendein anderer hier interessanter aussieht. Roberto ist mir zu langsam, wenn ich einen 88er zur Wahl habe. Dann die kleineren. Pekarik ist nicht mehr. Ach fuck. Das war gar nicht mehr Calcio A eingestellt. Das löscht sich automatisch, wenn man einen direkten Spieler sucht. Wahrscheinlich war da gar nicht aus der Serie A. Ja, sage ich doch. Na toll. Also ich hätte schon gerne einen seltenen, weil ein nicht seltener Außenverteidiger, den brauche ich nicht, weil der sinkt so dermaßen im Preis. Widmer habe ich momentan als Rechtsverteidiger. Basta ist relativ langsam, hat aber ein gutes Defense. Ich glaube, Pace über außen, ich weiß nicht, ob die so wichtig ist.
Aber das Pasta ist jetzt kein Traum. Also da muss ich, also das wird eigentlich meine Position, wo ich mal gucken muss, was es für mehr Kohle gibt. Das ist ja auf jeden Fall 3000, 2000. Gucken, ob ein neuer dazugekommen ist. Ja, Abate, 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 Abate. Der ist halt relativ schnell noch. Hat ganz gute Werte, aber ist halt nur ein 78er, wird im Preis fallen. Also nicht so teuer mit 2,6. Also momentan tendiere ich zu Abate, wenn es nicht noch einen deutlich geileren gibt. Für nicht sehr viel mehr Geld. Ja, sieht stark nach Abate aus. Lichtstein hat zwar eine geile Defense, aber und ist ein 82er, aber halt das Tempo ist ein bisschen das Problem. Karstorp ist ziemlich schnell, gute Füße, ist eigentlich anständiges Dribbling. Defense ist halt nicht ganz so geil. Abate oder Karstorp? Abate ist ein bisschen langsamer, hat ein besseres Dribbling, schlechterer Pass, schlechtere Füße, nur etwas besser in der Defense, also ja, Karstorp wäre dann sogar besser als Abate, wie es aussieht. So insgesamt betrachtet. Aber ich bin mit beiden nicht zufrieden, muss ich zugeben. Wir schauen mal, wie es bei 5000 aussieht. Und mehr bezahle ich, wie gesagt, noch nicht. Aber ich glaube, da wird es wahrscheinlich niemanden jetzt geben, der da reingerutscht ist. Nee. Die anderen werden einfach noch mehr kosten, falls es noch andere, bessere Außenverteidiger gibt. Ja, da werde ich mir wohl diesen Karstorp kaufen. Weil Abate. Nee. Wir können mal noch gucken, wie viele Sterne auf dem schwachen Fuß. Rechtsfuß 2 Sterne. Ah, da nehme ich ihn auf jeden Fall, wenn er sogar noch 4 Sterne auf dem schwachen hat. Okay, dann Karsdorp. Merkwürdiger Name, habe ich noch nie gehört, den Spieler. Moment, der hat nicht mehr als 3000 gekostet, logischerweise. Nicht 28.000. 2,8, 2,2, super billig, super billig, super billig. 2,2 ist richtig gut. Sehr geil. Oh, 29 Verträge, 29 Verträge. Was war denn das für ein krasser Schnapper, ey? Sehr geil. Ich glaube, den Rechtsverteidiger werden wir so schnell nicht wechseln bei unserer Calcio A-Mannschaft. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Sehr, sehr geil. Richtig viele Verträge. Und auch noch der preiswerteste am Markt und deutlich preiswerter, 600 Coins mehr. Das heißt, mit dem kann ich auch keinen großen Verlust machen. Ja, das hat sich doch gelohnt. So, jetzt brauchen wir Innenverteidiger. Ich glaube, bei Innenverteidiger wird es kein Problem, zwei gute zu finden für maximal 2000 Coins. Calcio A einstellen, nicht vergessen. Schauen wir mal. Wie gesagt, nur seltene. Tonelli. 74 Tempo ist eigentlich schon, geht schon in die Richtung sehr gut für einen Innenverteidiger. 82 Defense als 79er ist auch geil. Wie groß? Ach, die Italiener immer, dass sie so viele kleine Spieler haben in der Innenverteidigung. 1,83 ist halt scheiße klein für einen Innenverteidiger, aber die Werte sind trotzdem geil. Also halten wir mal im Hinterkopf den Tonelli. Maximovic ist mir zu langsam für einen 79er. Astori 84 Defense, 68 Tempo ist noch okay. 1,88, auch eine schöne Größe. Rugani hat 83 Defense. Wir haben wieder Tonelli. Kakeres, der ist nur noch ein 77er, das ist ja krass. Kakeres hat sich immer ganz geil spielen lassen, aber ist nur 1,80 und hat auch jetzt nicht mehr so die krassen Werte. Oh, hier gibt's sogar schon einen mit Gladiator, aber den will ich eigentlich unbedingt haben, diesen Maximovic. Momentan tendiere ich zu Tonelli und Astori. Albiol, viel zu langsam. Meiner Meinung nach. Oh, Magnoli, 79er, auch zu langsam. Ja, es werden wahrscheinlich direkt die beiden werden, die ich gesagt habe. Wie gesagt, hier brauche ich auch bei der Innenverteidigung nicht wirklich jetzt nach noch teureren Spielern gucken, weil die reichen mir eigentlich schon. Okay. Oh, Jesus.
Nur noch ein 77er, aber halt ziemlich schnell mit 79 Tempo. 77 Defense, 1,85, 83 Physis. Ha. Wollen wir einfach nur auf die Pace gehen? Ich glaube halt Pace, ich denke halt Stellungsspiel und Zweikampfwerte sind gerade bei der Verteidigung dieses Jahr in FIFA 18 deutlich wichtiger geworden. Deswegen ist, glaube ich, jetzt nur auf Pace, klar, Pace ist immer noch wichtig, Pace wird immer wichtig sein, aber jetzt nur wegen der Pace den anderen Spieler nehmen, der nur ein paar Pace-Punkte mehr hat, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, ich bleibe bei Tonelli und, wie hieß er, Astori. Tonelli und Astori. So, 1, 2. Ich glaube, da können wir hier auch auf 1000 mal gehen. Mal gucken, ob es den über 1000 gibt. Hallo? Hallo? Das wäre natürlich sehr preiswert für 1000, aber dieser Perrin hat auch noch 1000 gekostet. Oh krass, den gibt's echt zu billig. Moment, vielleicht gibt's ihn ja schon mit einem Champions League Style. Ne. Mit mehr Verträgen? Ne. Maximal 7. Also nehmen wir einfach den billigsten. 900, 800 müsste der billigste sein. Nur noch 6 Verträge und keine volle Fitness, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen kacke. Aber sollte eigentlich egal sein. Dieser eine Vertrag ist keine 100 Coins wert. Also nehmen wir den für 800. Halt, ist ja gerade neuer dazugekommen? Ja. Man könnte sich die Spieler logischerweise alle noch preiswerter kaufen, wenn man auf die bietet, auf auslaufende Spieler, aber das ist mir jetzt nicht wert, um mal nochmal 200, 300 Coins zu sparen oder so. Wie ist der andere Astori, ne? Ja. David der Astori, gibt's den auch für 1000? Den gibt's auch für 1000. Mann, sind die preiswert. 900, 800. Mit 7 Verträgen, dann nehmen wir den. Beide Innenverteidiger für 800. Das Geile ist halt, die sind mindestens 750 Coins wert. Das heißt, ich mache mit denen keinen Verlust. Das ist so geil. Und ich kann mir Verträge sparen. Ich könnte die dann nach 6 Spielen wieder verkaufen und mir genau die gleichen Spieler wieder kaufen und bräuchte keine Verträge ausgeben und bezahle halt 800 oder so. Das ist halt extrem preiswert. So, Linksverteidiger brauchen wir keine. Also gucken wir jetzt mal. Ich glaube, jetzt sind die Sechser dran. Mal gucken, was mir als nächstes angeboten wird. Oh, ich glaube, bei den Sechsern und LMRM könnte es zu Problemen kommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, für 2000 interessante Spieler zu bekommen. Wobei bei den Sechsern wahrscheinlich noch eher LM und RM wird, denke ich, ein Problem. Na, erstmal die Sechser. Gonalons, den kennen wir doch vom letzten Mal. Den haben wir in FIFA 17 als Inform gespielt. Nur 66 Tempo, aber ganz gute Defense- und Physis-Werte. Leider nicht so der geile Pass. Sieht auf der ersten Seite eher mau aus, vor allem weil die alle echt ultra langsam sind. Aber Gonalons wäre schon mal eine Möglichkeit, auch wenn mir die Pace nicht wirklich gefällt. Sanchez, okay. Gibt's noch irgendwas oder? Muss ich, ja, ich glaube, ich muss hier wirklich in die höhere Preiskategorie mal schauen, weil das ist ja hier alles nicht so geil. Gonalons, damit könnte ich noch leben, aber die anderen, die sind ja Müll, also die sind ja richtiger Schrott. Langsam und kleine Bewertung, also ja. Ich glaube, da müssen wir mal höher gehen. Ich glaube, ich kann mir das auch sparen mit den 3000. Das ist einfach so wenig mehr. Ich gehe direkt auf 5000. So, da haben wir schon mal einen Ossi, De Rossi. Das ist doch schon mal auch langsam, aber hat auch schon einen ganz guten Pass. Scheint mir auch ein bisschen schneller zu sein als Gonalons. Also De Rossi wäre schon mal eine Möglichkeit. Option A, De Rossi. Wird dann wahrscheinlich auch ein Spieler sein, den man nicht so schnell wieder wechselt. Biglia ist, glaube ich, eher ein zentraler Mittelfeldspieler als ein ZDM. Der hat auch super ausgeglichene Werte, wie man sieht. 69 Tempo, 80 Dribbling, 75 Defense, 75 Physis, 81 Pass. Ja, das sind dann echt langsame Sechser, die ich habe, aber ich glaube, da bleibt mir gerade erstmal nichts anderes übrig. Ich denke, es wird Biglia und De Rossi werden. Wir schauen mal, was es noch so gibt. Aber ich denke, es wird Biglia und De Rossi.
Wenn wir noch einen Tick weiter nach hinten. Ja. Biglia und De Rossi. Da haben wir wirklich dann sehr, sehr langsame Sechser, aber egal. Preis manuell anpassen. Ich will den Preis einfach nur löschen. Hä? Mache ich's halt an. Anders. Maximal, ich glaube 3000. Gibt's hier noch nicht. Okay, da wird also wirklich ein bisschen teurer. Könnte unser teuerster Spieler bisher werden. Also, ich lasse jetzt mal die Informs, die ich gekauft habe, weg. Was kostet wirklich so viel? Wenn wir nicht erzählen, dass der 5000 kostet. 4,7, 4,2. 15 Verträge für 4,8, das ist zu teuer. 4,2, naja, es ist schon recht happig, aber es ist auch ein 83er. Er wird auch im Preis fallen, aber nicht so schnell, nicht so sehr, also damit kann ich leben. Nur 5 Verträge ist auch okay. Gut, und danach Biglia. Der war wirklich ein sehr kompletter Stürmer, sage ich schon, ein sehr kompletter Mittelfeldspieler. Nicht rausgehen. Er wird aber, denke ich, nicht ganz so viel kosten. Was ist noch De Rossi eingespart? Ich habe doch Biglia eingegeben. Der ist, denke ich, ja, der ist preiswert, deutlich preiswerter. 2,9 habe ich gerade eingesehen. Mal 2,5 ein. 2,2, 2,1. 2,1 ist preiswerteste. Alles 7 Verträge. Kein Champions Freestyle. Ja, nehmen wir den für 2,1. Das geht doch. Das ist doch wirklich ein sehr gut. Vor allem für einen 83er, das ist richtig geil. Der Rossi ist halt einfach so super beliebt. Deswegen ist er auch so teuer. Was? Abgelaufen? Oh, egal. Nehmen wir den für 2,2 oder wir suchen nochmal neu. Vielleicht gibt es den jetzt billiger. Ja. Dann nehmen wir ihn für 2,2. Ist jetzt auch nicht so schlimm. 100 Coins mehr, was soll's. Aufgabe gemeistert, Verhandlungsgenie. Was sind das jetzt wieder? Da bin ich natürlich zu neugierig, dass ich jetzt erstmal schauen muss, bevor ich mich um die restlichen Positionen kümmere. Wochenaufgaben. Kaufe diese Woche mindestens 15 Spieler per Sofortkauf auf dem Transfermarkt. Okay, das ist nicht schwer. 1000 Coins, nice. Das ist cool, dass es jetzt noch mehr Aufgaben gibt, auch so Wochenaufgaben und Tagesaufgaben. Haben sie auf jeden Fall nicht schlecht hinbekommen. So, dann gehen wir wieder mal auf unsere 1000, 2000. So, und jetzt wird's, denke ich, problematisch. Also es war jetzt schon schwieriger in der Serie A, als ich gedacht hätte. In der Serie A, bei den ZDMs, aber ich glaube, RM und LM wird nochmal viel heikler. Es sei denn, man hat Glück, dann gibt es gerade interessante Spieler. Kandreva ist ein bisschen langsam für einen RM, aber hat ansonsten schöne Werte. Aber ich glaube, ich brauche schon Pace. Also Kandreva wäre wirklich bloß, wenn es nichts Preiswertes anderes gibt, was besser ist. Okay, sieht nicht gut aus. Dann gehen wir mal und gucken, was uns für 5000 erwartet. Weil da schon interessantere Spieler haben. Es gibt auch für die LM-Position den Inform El Sharabi, aber der gefällt mir eigentlich von den Werten ja nicht so gut. Aber der sollte ja immer extrem geil spielen lassen. Müssen wir mal schauen. Da gibt es einen Perez, der extrem schnell ist, aber keinen Schuss hat. Und auch noch ziemlich teuer ist. Und super Preis fallen wird für den 78er. Ganz ehrlich, da würde ich sogar eher zum Candreva tendieren, obwohl halt der halt schon ultra schnell ist. Fuck. Fuck! Was haben wir hier? Berardi! Ja, nehmen wir den, würde ich sagen. Der gefällt mir doch deutlich besser als Perez. Immer noch schnell, sehr gutes Dribbling, schöner Schuss, guter Pass. Dreistand auf dem schwachen Linksfuß. Ja, der wird wohl Berardi werden.
Gucken wir noch ein Stück weiter nach hinten. Nee. Puh, Glück gehabt. Ich dachte, ich muss mich entscheiden zwischen Perez und Candreva. Candreva zu langsam, Perez einfach nur schnell. Aber. Ach, fuck, wie hieß er jetzt? Berardi, genau. Glück gehabt. Ich dachte, ich muss ihn nochmal suchen. Keine Ahnung, was der gekostet hat. Ich gebe jetzt mal 3000 ein. Gibt's hier noch nicht. Gehen wir mal 4000 ein. Ah, ist wenigstens ein 81er. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, wenn der ein bisschen mehr kostet. Auch, der wird natürlich im Preis sinken. Klar, da werde ich auch Verlust machen. Aber es gibt halt dann teilweise einfach keine Alternative. Ich versuche so preiswert wie möglich zu halten, aber halt trotzdem eine sinnvolle Spieler zu finden, um auch Stärke ins Team reinzubekommen. Und ich denke, bisher ist da die Mischung aus preiswert und gut. Ja, okay, was ich bisher gemacht habe. Es gibt halt andere, die werden es ein bisschen anders machen und ihre ganzen Coins, also wenn die Coins hätten, die ich jetzt schon habe, würden die wahrscheinlich direkt alle ausgeben, aber ich habe dann lieber später, zu einem späteren Zeitpunkt, wo es dann auch geilere Spieler gibt, viele Coins, als jetzt die Coins sinnlos zu verbrauchen. Aber es war so, wie ich mir gedacht habe, RM schon mal nicht so einfach zu besetzen, preiswerten. Wahrscheinlich wird es beim LM nicht anders sein. ZOM wird, denke ich, wieder einfach sein und Stürmer müsste auch einfach sein. So, ZM, LM. Aha, das war's. Mehr gibt's nicht. Das war's. Mehr Spieler werden nicht angeboten. Ich würde behaupten, dieser Spieler Zoller ist ein Schnäppchen, oder? 2,8. Ne, 2,4, okay. Sonst hätte ich mir jetzt gekauft und direkt wieder verkauft, wenn er jetzt zum Beispiel 3000 oder sowas sonst gekostet hätte. Okay, ich hoffe mal, es gibt für 5000 dann einen deutlich interessanteren Spieler. Weil das war jetzt alles nicht so interessant. Diesen Laxalt, oder wie er hieß, den habe ich ja selber jetzt schon im Team. Ah, da sieht er schon besser aus. Çalhanoğlu mit 69 Tempo als 79er LM. Warum ist der denn bitte schön so teuer? Wer spielt denn den? Der hat doch überhaupt kein Tempo. Hä? Und diesen Spinazzola, ich will jetzt kein 76er spielen, verdammt nochmal. Was ist denn hier los? Ey, zur Not kaufe ich mir ohne Scheiß einfach den Inform El Shaarawy, weil der weiß ich, der steigt im Preis und fällt nicht. Jajic. 80 Tempo wäre noch okay. Auch schon ziemlich teuer. Niang. Sehr schnell, gutes Dribbling, schwacher Pass. Anständiger Schuss, wie es aussieht. Ha. War halt auch nur ein 78er. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Die LN-Position scheint richtig scheiße zu sein. Das gefällt mir überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, am ehesten würde ich zu Jajic tendieren. Wo ist er denn? Hier. Am ehesten würde ich zu ihm tendieren, aber es gefällt mir nicht. Wisst ihr was? Wir gucken jetzt zumindest mal, was El Shaarawy kostet. Ich glaube, ich könnte ihn mir leisten. Also in vom El Shaarawy natürlich. 40.000. Ich könnte ihn mir leisten. Ich könnte ihn mir leisten. Ich könnte ihn mir leisten. Er hat halt nur 2 Sterne auf dem linken. Das gefällt mir nicht so richtig. Aber ich glaube, ich mach's. Also, weil das jetzt einfach Value-Technik, also einfach von der, von den Coins, die ich. Ich überlege gerade noch. Aber es ist Value-Technik am besten. Weil er ist logischerweise von denen, die ich mir gerade angeschaut habe, der beste Spieler, klar. Darum geht's aber nicht. Es geht darum, dass der definitiv im Preis steigen wird. Weil guckt mal, den gibt's jetzt momentan nur 5 Mal auf dem Transfermarkt. Nur 5 Mal. Er wird, und es ist ein sehr beliebter Spieler. Der wird definitiv steigen. Der wird definitiv sehr bald mehr als 50.000 wert sein. Und deswegen werde ich mir den auch holen. Die Frage ist nur, macht es Sinn, jetzt den sich direkt mit einem Chemistry Style Engine zu holen? Das sind ja schon ein paar tausend mehr. Fast 4000, wie viele Verträge? 24, 55. Naja, ich glaube, dann nehme ich jetzt einfach Basic. Tja, so schnell kommt man mal zu einer Inform. Was soll es? Nochmal ein Spieler gekauft für 40.000. Aber wie gesagt, das ist einfach am sinnvollsten.
in der Situation ist, also das war preis-leistungsmäßig ist das Schlauste, weil ich definitiv ihn mit Gewinn verkaufen werden können in wahrscheinlich schon 2 Wochen oder so, wenn ich das wollen, wenn ich das wollen würde. Die Frage ist, ob ich das möchte, aber wenn ich es wollen würde, dann wäre das halt überhaupt kein Stress. So, jetzt kommt ZOM und Stürmer und wie gesagt, da gehe ich eigentlich stark davon aus, da bekomme ich definitiv interessante Spieler für maximal 2000. Sehr geil, El-Sharawi. Ich hatte vorher schon damit spekuliert, ob ich mir den hole, aber mich hat halt so sehr gestört, dass der Rechtsfuß ist und nur 2 Sterne auf den schwachen Linken hat, aber scheiß drauf, jetzt habe ich es gemacht. Aber halt nur, weil die Situation gerade so war, dass es keine anderen interessanten Preiswerten gab. Okay, ich bin überrascht. Birsa, 75 Tempo, 82 Dribbling, 72 Schuss, 80 Pass. Sieht eigentlich ganz gut aus, ich glaube. Ja, nur 3 Sterne und Linksfuß, aber ich glaube, dann wird es wohl der, wenn es keine anderen interessanten seltenen gibt. 75er will ich nicht haben. Yangto, 76er möchte ich eigentlich auch nicht. Oh, hier haben wir noch einen 83er. Valero ist halt nicht so schnell. Hat einen richtig scheiß Schuss, aber dafür einen guten Pass, gutes Dribbling. Mal gucken. 4 Sterne auf den Schwachen. Da müsste ich mir eigentlich fast mal die Ingame-Werte anschauen. Aber 69 Schuss ist halt schon Kacke, ne? Aber 4 Sterne auf den Schwachen ist dafür schon wieder geil. Das macht es mir jetzt sehr schwer, weil ich nicht weiß, wie die Ingame-Werte aussehen. Die müsste ich halt wissen jetzt so. Ich wäre jetzt, weil ich mich nicht eindeutig entscheiden kann zwischen den zwei, erstmal gucken, ob es jetzt eine eindeutigere Entscheidung bei maximal 5000 Coins gibt. Also ich tendiere schon zu Valero, weil mir die Pace nicht so wichtig ist. Und er ein geiles Dribbling hat und einen geilen Pass, aber und halt ein 83er ist. Aber es gibt auch nichts Besseres für 5000. Ich muss die Ingame-Werte wissen. Weil wenn sein Abschluss wirklich so extrem ist, also es kann ja sein, dass er einen sehr schlechten Freistoßwert hat, Elfmeterwert hat, das drückt dann alles den Schusswert und er hat vielleicht trotzdem einen ganz anständigen Abschluss und einen Distanzschuss. Das müsste ich mir halt anschauen, ansonsten würde ich halt Birsa nehmen. Das kann ich jetzt nicht entscheiden, da muss ich mir die Ingame-Werte angucken. Ich schreibe es mal auf den Zettel, Moment. Dann kaufe ich mir den Abseits. Oh, was ist denn das für ein 80er? Aber der wird wahrscheinlich teuer sein. Allen. Nee, das ist es nicht wert. Hat auch nur 64 Schuss. So, wer war's? Valero. Versus Birsa, ne? Birsa hieß er. Dann mache ich das einfach nach der Aufnahme und wir gehen jetzt zum Stürmer. Ich mache jetzt in der Aufnahme auch kein weiteres Spiel mehr. Ich habe doch 2000 eingegeben, aber was soll das? Da lassen wir 2100, ist jetzt auch kein großer Unterschied. Und da schauen wir mal. Wen haben wir da? Kaikedo. Sieht eigentlich nicht so geil aus von den Werten her. Zapata sieht eigentlich auch nicht wirklich geil aus. Das sind ja auch nur 78er und 77er. Was ist, also da habe ich wirklich komplett unterschätzt. Ich hätte gedacht, dass es viele, also es gibt ja eigentlich auch viele interessante Stürmer. Milik, der sieht ja schon deutlich besser aus. Sehr guten Abschlusswert, das gefällt mir. 3 Sterne auf den schwachen Linksfuß. Super billig, wie man sieht. Milik, aber so richtig überzeugt. Quagliarella hatte mal einen richtig geilen Distanz. Das hatten wahrscheinlich immer noch. 4 Sterne auf den schwachen. Quagliarella sieht ganz interessant aus, muss ich zugeben. Wie alt ist er? 83er Baujahr, okay. Also schon über 30. 34, wenn ich das richtig jetzt überschlagen habe. Also ich muss zugeben, ich bin ja auch keine Pace-Whore, deswegen interessiert mich dieser Lapadula auch nicht so richtig als 76er. So richtig überzeugt mich hier keiner. Milik und Quagliarella, aber ich denke dann eher nach Quagliarella, weil er auch ein gutes Dribbling hat. Und 4 Sterne auf den Schwachen sehe ich gerade. Ja, also ich denke, ich tendiere zu Quagliarella, guck aber mal, ob es jetzt irgendeine riesige Bombe gibt. Defrel. Defrel, schnell, gutes Dribbling, guten Abschluss. Wenn der jetzt 4 Sterne auf den linken, auf den schwachen gehabt, hätte ich ihn auf jeden Fall genommen. Defrel. Aber ich komme so selten über die Pace in meiner Formation, dass ich glaube ich eher zu Quagliarellas krassen Abschluss und fast beidfüßig tendieren würde.
als zur Peso Defre. Oh, Mandzukic, 83er. Aber der hat halt vor allem krasse Physiswerte. Der hat sogar schon den Champions League Style Finisher drauf. Tempo ist halt kacke, Dribbling. Ich glaube, da. Das ist jetzt aber schwierig. Aber das sieht eigentlich Kvaratskhelia von den Werten her auch immer noch interessanter aus als Mandzukic, muss ich sagen. Oh, ich wäre müde. So, Kvaratskhelia und Mandzukic. Fast gleich schnell. Deutlich besseres Dribbling bei Kvaratskhelia. Besserer Schuss. Gleicher Pass, schlechtere Physis. Boah, das ist schwer. Aber ich denke, das Dribbling würde mir bei Kvaratskhelia und halt die Beidfüßigkeit würde mir da schon besser gefallen. Also ich tendiere zu Quaggi, aber wir schauen mal, was es für 5000 gibt. Vielleicht gibt es da irgendeinen, wo ich sage, okay, den musst du nehmen. Immobile. Ziemlich teuer. Natürlich relativ komplett. Idea. 85 Tempo. Sieht auch ziemlich gut aus von den Werten her. Aber ich glaube, hier ist keiner dabei, der mich umhaut. Also ich denke, ich werde mal Kvaratskhelia testen. Weil er auch einen sehr geilen Abschluss hatte. Und eben fast beidfüßig. Dzeko viel zu langsam. Ja, ich nehme Quaggi erstmal. So, da kostet ja keine 2000, wenn ich es richtig gesehen habe. Und wir haben einen Spieler, der einen Q hat am Anfang seines Namens. Das ist doch auch geil. Also beim Nachnamen zumindest. Was? 800, da kostet gar nichts. Krass. Nice. Na, da machen wir auf jeden Fall überhaupt nichts verkehrt. Wenn ich merke, nach 6 Spielen, der liegt mir nicht, verkaufe ich ihn und kaufe mir einen neuen. Das mache ich eh mit den ganzen Spielern so. So, 750. Ja, dann wird es 700. 750 ist quasi Abschlusspreis. Geil. Ich bin mal gespannt, aber ich denke, da könnte gut passen in mein Spielsystem. So, dann haben wir's. Ich schaue jetzt abseits der Aufnahme nach, ob ich Valero oder Birsa als ZOM nehme. Valero würde ich aber nur nehmen, wenn seine Abschlusswerte in-game nicht ganz so schlimm sind. Ansonsten wird's Birsa. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir dann Bundesliga. Und ich glaube, bei der Bundesliga brauchen wir dann noch ein Spiel oder noch 2 Spiele in Bundesliga. Mal gucken. Nee, nicht Calcio. Noch ein Spiel. Ah, okay. Das heißt, wir machen nochmal in der nächsten Aufnahme machen wir dann erstens das letzte Bundesligaspiel und zweitens kaufen wir uns dann auch die Bundesligamannschaft zusammen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.